So, Eden Prime. Was ich hier ausprobieren will, ist das hier. Die hat nicht viel Mund. Hört sich aber schon mal geil an. Sehen Sie, Proteanatech, die aus dem Boden heraussteht wie ein alter Knochen. Liara, schon mal ein, wie nennen das die Menschen, Dinosaurier ausgegraben? Nein, Dinosaurier und andere Fossile sind Sache von Paläontologen. Ich bin Archäologin und studiere Artefakte intelligenter Spezies. Das sind zwei völlig verschiedene Bereiche und... Sie haben einen Witz gemacht. Ja, aber immerhin kommen Sie jetzt schon selber drauf. Geld. Das kann ich jetzt doch gebrauchen nach dem Kauf. Jetzt schon Munition verbraucht, okay. Ich habe 6 Medigel, das reicht allemal. Also irgendwas stimmt hier nicht. Verarbeitungsupdate. Wir haben weitere Arbeitsfläche. Fähige Männer und Frauen aus den befriedeten Gebieten geholt. Die meisten Kolonisten akzeptieren die Geschichte, dass sie harte, aber ungefährliche körperliche Arbeit in einem Cerberus-Forschungslabor-Lager auf der anderen Seite des Planeten leisten müssen. Und seit wir als Lohn die Essensration erhöht haben, gibt es auch kaum noch Beschwerden. Halten Sie diese Geschichte so lange wie möglich aufrecht. Wir haben zu wenig Leute, um die ganze Kolonie zu bekämpfen. Und wenn diese Familien wüssten, was ihre Söhne und Töchter nie... dass ihre Söhne und Töchter nie wiedersehen würden, sie mit Sicherheit nicht mehr kooperieren. Shepard, diese Cerberus-Daten könnten den Kolonisten helfen, die in anderen Teilen von Eden Prime noch am Leben sind. Wie? Ich kann diese Infos an den Widerstand von Eden Prime übermitteln. Vielleicht helfen sie ihnen, Cerberus zurückzuschlagen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Da, das ist der Aufzug runter zur Ausgrabungsstätte. Also. Bei der Göttin, das kann doch nicht sein. Das ist kein proteanisches Artefakt, sondern ein Proteaner. Wie die Kollektoren? Oder wie die Leichen auf Ilos? Wie die Leichen auf Ilos. Aber dieser hier ist am Leben. Sie haben recht. Das kann nicht sein. Das in den Archiven auf Ilos waren proteanische Stasekammern, die nur wegen Energiemangels nicht funktioniert haben. Cerberus hat das in einem unterirdischen Bunker gefunden, mit Energie. Er liegt seit 50.000 Jahren in Stase und wartet auf uns. Wir könnten so viel lernen. Was können Sie mir über Proteane erzählen? Das Volk, nicht die Technologie. Sie wissen durch den proteanischen Dechiffrierer vermutlich genauso viel über Sie wie ich. Das Proteanerreich umspannte die Galaxie. Sie haben viele Spezies unterstützt, damit sie sich der galaktischen Gemeinschaft anschließen konnten. Galaktische Gemeinschaft. Glauben Sie, die hatten sowas wie einen Rat? Ja, genau. Ihr kultureller und künstlerischer Ausdruck ähnelt tatsächlich ziemlich dem der alten Asari. Und wegen des ähnlichen Interesses an der Unterstützung anderer Spezies haben sie bestimmt an Kooperation geglaubt. Wer ein Reich hat, das die gesamte Galaxie umfasst... hat das nicht nur mit reiner Nächstenliebe geschafft. Natürlich muss auch ihr Militär beeindruckend gewesen sein. Aber was die Proteane auch waren, ein lebendes Exemplar ist eine unfassbare Gelegenheit. Bei uns ist er jedenfalls besser aufgehoben als bei Cerberus. Öffnen Sie die Kapsel. Natürlich. Oh, Cerberus hat die Kapsel beim Ausgraben beschädigt. Die Lebenszeichen sind instabil. Holen wir ihn raus. Nein, das würde ihn töten. Wir brauchen das Befehlssignal, mit dem der Stase-Modus beendet wird. Außerdem müssen wir die Kapsel aufbekommen, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Cerberus wollte in den Laboren in der Nähe die Funde von der Ausgrabungsstätte erforschen. Da sollten wir anfangen. Neben der Proteaner wird
Wo nicht. Nur mehr lange leben. Hey, jetzt könnt ihr meine Waffe ausprobieren. Mal gucken, wie viel Schaden die macht. Oh, tot. Alter, 3 Schuss. Also gut, Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Alter. Jetzt weiß ich auch, warum die Black Widow heißt, also schwarze Witwe. Die macht tot. Andere Beschreibung gibt es dafür nicht, die macht tot. Aber cool. Leben der Proteaner. Gut. Das Glück ist uns hold, das wird nicht lange leben. Das war nämlich bisher immer so. Oh, hat ja gut geklappt, ne? Die Kapseldaten finden. Wo geht's denn weiter? Es war nämlich. Na, die gehe ich jetzt mal links. Ist aber anscheinend egal, wo man hingeht. Man wird überall beschossen. Ich bin mir nur nicht so sicher, wo es jetzt wirklich weiterging. Truppeneinsatz-Update. Schwerer lokaler Widerstand in den Süd- und Westsektionen der Kolonie. Wir haben die meisten unserer Truppen zur Unterstützung aus dem Norden abgezogen. An alle verbliebenen Kräfte im Norden. Setzen Sie die Standardpatrouillen fort, um die Illusion einer starken Präsenz in dem Gebiet zu wahren. Wenn die Einheimischen wüssten, dass wir unterbesetzt sind, könnten sie erheblichen Schaden anrichten. Noch mehr Informationen, um den Kolonisten zu helfen. Je mehr wir finden, desto besser wird ihre Chance. Je mehr Geld wir finden, desto besser wird unsere Chance. Mehr Sachen zu kaufen. Mehr Tech. Mehr Upgrades. Mehr alles. Könnte auch Eis nehmen, das ist glaube ich auch nicht schlecht. In die Kapseldaten. Ich will mich noch weiter umschauen. Diese scheiß Gasgranaten, das waren die übrigens gerade, die haben sie wieder geworfen. Heiß. Tonk.
Das scheint gewesen zu sein. So, hier unten ist dann nichts mehr. Da waren ja die Kapseldaten. Das heißt, da ist das Ziel. Dann gehe ich jetzt nochmal hier entlang. Da, die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um einen Weg zu finden, die Kapsel zu öffnen. Hm. Da wir aber hier sind, werden sie es nicht wagen, das zu öffnen. Sollen die wollen sterben? Können sie gerne versuchen. Sie wurden niedergeschossen, während sie sich bei ein paar Drinks das Spiel angeschaut haben. Das ist keine militärische Einrichtung, sondern das Zuhause von jemandem. Wir haben diese Leute nicht getötet. Und wir werden den Mistkern, die dafür verantwortlich sind, den Hahn zudrehen. Ich habe gerade was platziert, also genau gesehen. Genau gehört, er baut da doch was auf. Da, die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um das Signal zur Deaktivierung der Stase zu finden. Huch, Computerkonsole. Ist das schon gewesen oder was? Oh, so ein Augen wird grün. Ich hätte nie gedacht, dass unser Reich fällt. Wird es nicht. Wir schlafen, bis die Reaper in den Orkusnebel zurückkehren. Dann erheben wir uns Millionen stark. Für das Reich. Für das Reich. Ab in ihre Stase-Kapsel. Victory, schicken Sie das Stase-Bereitschaftssignal an alle Lebenskapseln. Und die Flüchtlinge, die den Bunker noch nicht erreicht haben? Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Ich habe das Signal. Sie haben das verstanden? Sie nicht? Nein, ich habe nur Rauschen gesehen. Cerberus hat versucht, es zu verstehen, ohne Erfolg. Der proteanische Dechiffrierer, den Sie auf Pharos erhalten haben. Dadurch sehen Sie die Bilder so wie ein Proteaner und verstehen Ihre Sprache. Wie auch immer, ich habe das Video gesehen und Ihr Signal. Perfekt. Dann müssen wir nur noch rausfinden, wie man die Kapsel öffnet. Ah, okay, das war ein Teil der Kapseldaten. So, zack. Und zack, ich wechsle mal die Waffe wieder. Nochmal Eis.
War ich hier schon? Nee. Jetzt bin ich am Ursprungsort. Jetzt muss ich nur noch da hinten hin. Da ist es. Bei dem Fall dachte ich, jedes Mal, wenn ich Garrus ansehe, ne, der ähnelt so ein bisschen wie ein Geth. So von der Farbe her auch. Deswegen bin ich immer fast drauf und dran, ihn abzuknallen. Habe ich auch schon zweimal gemacht. Diese grünen Augen stehen auch. Die Schotten dicht! Verstanden. Wie viele haben wir verloren? Die Reaper haben ungefähr 300.000 Lebenskapseln zerstört. Ein Drittel unseres Volkes. Alarm! Nordshot kann nicht dicht gemacht werden. Feinde entdeckt. Dann alle Kräfte nach Norden! Haben Sie das auch verstanden? Ja. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Besuch. Das war wahrscheinlich so der König oder der Boss. Ihre Verstärkung ist da. Das ist ja wieder eine tolle Position, ey, super. Ich liebe ja sowas, ne? Ich gehe jetzt einfach aus dem Fenster raus. Also noch mehr. Wo sind da? Ouch. Was haben wir schnell für... getan. Oh ja, ist gut. Heilige Scheiße. Müssen wir mal einen anderen Ort. Geht nicht.
Boah, wie habt ihr das gemacht? Wir sind ja noch Gegner, aber eine Gegner, die jetzt... Wir müssen einen anderen Weg rüberfinden. Darüber? Hier runter. Die sind da ganz weit da hinten, da gehe ich jetzt nicht hin. Nur weil die versuchen mich umzugehen.